Servus und herzlich willkommen bei Dumpfis Kanal. In dem Video, da geht es um den Schwarm, den was ich letztens gefangen habe. Mache einmal eine Durchsicht, wie schaut es aus, ist da Brut schon vorhanden, ist eine Königin vorhanden, alles in dem Video. So, also der Schwarm, der ist da jetzt da. Ja gut, eine Woche, eineinhalb Wochen schon herinnen. Jetzt schauen wir da mal rein. Bin schon gespannt, wie es da ausschaut da drin. War ja ein ziemlich großer Schwarm. So. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 7 Waben sind richtig voll mit Bienen. Und jetzt bin ich da mal auf der Suche nach Brut. Normalerweise müsste da schon längst Brut sein. Ausgebaut werden schon fast alles haben. Und natürlich optimal war es, wenn man noch die Königin auch finden. Ob sie gezeichnete ist oder junge Schwarmkönigin, müssen wir schauen. Falls eine nicht gezeichnete Königin drin sein sollte, werde ich es dann natürlich gleich zeichnen. Natürlich, ich habe ein bisschen an Rauch gegeben vorher, aber sie schauen trotzdem relativ ruhig aus. Oder sind relativ ruhig. Aber schauen wir mal. So, da haben wir Pollen drin. Falls irgendwer im Video ein Weisel sieht, falls ich es nicht finde, könnt ihr gerne reinschreiben, dass ihr eine gesehen habt. Auf jeden Fall, da sind noch keine Stifte oben. So weit nehme ich da jetzt einmal durch. Rähmchen für Rähmchen. Gut, das war dieses Bruträhmchen, was ich eingehängt habe. Dass das Volk nicht wegschwärmt. Also wieder auszieht. Und sind da Stifte drinnen. Jetzt einmal kurz zur Seite. Und ich sehe Stifte. Schauen wir mal, vielleicht seht ihr auch welche. Und
Was sehen wir da? Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Da ist die Königin unterwegs. Eine nicht gezeichnete, also eine richtige Schwarmkönigin. Da sitzt sie. Die werde ich jetzt abfangen mit meinem Clip und dann gleich mal zeichnen. Super, auf der zweiten Wabe Königin gefunden und stiften tut es auch schon. So, angekommen im Headquarter, die Königin ist im Zeichenröhrchen, sieht man es überhaupt? Ich mag dieses Zeichenröhrchen mit dem Stoffgitter, ist ein bisschen flexibel, dort quetscht man die Königinnen nicht. Ja, und jetzt wird's gezeichnet. Zum Zeichnen nehme ich diese Lacke, eigentlich hauptsächlich. Zusätzlich verwende ich diese Lacke auch als Kleber, ein kleiner Tropfen drauf und dann diese Blättchen oder die normalen Blättchen, was es gibt. Heuer habe ich das erste Mal welche auch mit Nummer. Da ist einfacher bei den Stockkarten oder bei meinem Buch die Königinnennummern auch zum Einschreiben. So weiß ich genau, wenn ich eine Königin woanders hinwechseln würde, welche Nummer, von wo die kommt und so weiter und so fort. Gut, also, welche Nummer kriegt die Dame? Das ist eigentlich von meinem ursprünglichen Zuchtvolk jetzt da. Eine Tochter von einer letztjährigen Königin. Das heißt, die kriegt von hinten eine Nummer. Von Reinzuchtköniginnen noch zuchten, die kriegen von vorne her die Nummer. Zumindest haben wir das jetzt so angefangen. Also sie kriegt jetzt die Nummer 97. Da löst man das Blättchen raus. Machen wir gleich verkehrt hin. 97. Bereiten wir schon mal vor. Die wird jetzt dann gleich fixiert. Blättchen oben. Ist mir gerade das Blättchen runtergefallen und hinein, aber ich hoffe, man sieht es. Das Blättchen ist oben. So, zurückgekehrt mit der Königin, mit der gezeichneten. Ja, ist schon ein großes Volk. Ich werde jetzt noch ein Rähmchen ziehen oder zwei und schauen, wie es schon ausschaut. Punkto Brut. Also auf den Bruträmchen waren jetzt schon Stifte oben auf den ehemaligen. Da ist auf jeden Fall alles schon schön ausgebaut. Schauen wir mal, ob da schon irgendwelche Stifte zu sehen sind. Ja, da sind auch schon Stifte vorhanden. Gut. Also ist die Dame schon brav am Stifteln. Schon schön alles ausgebaut. Also der Schwarm, der hat ordentlich Gas gegeben.
Ja, ich weiß eh, ich werde schon nervös, weil Mama nicht mehr da ist. Ja, alles frisch gebaut. Sehr schön. Ja, das passt soweit. Da brauche ich gar nicht mehr viel weiter schauen. Die bauen brav aus, tragen ein. Jetzt kriegen sie dann wieder die Königin. So, die Königin, mit der wird da wieder nach Hause in ihr Volk. So, und da wird schon wieder angenommen. Frisch gezeichnet und jetzt ist abgetaucht in die Gassen. Gut. Folie drauf, Deckel drauf. Und das war's. Ja, das soll es jetzt auch schon wieder gewesen sein mit diesem kleinen Video. Der Schwarm ist versorgt, dem Schwarm geht's gut. Die sind mittlerweile, würde ich sagen, schon wieder ein Volk. Die Königin oder eine Königin haben wir gefunden, auch markiert. Was mit der alten Königin ist, keine Ahnung. Entweder die ist vorher schon geschwärmt oder beim Schwarm verloren gegangen. Kann aber auch nicht sein, weil dann hätten sie keine Königin drinnen. Also ich glaube, dass die alte Königin vielleicht im Volk schon fort war oder es war wirklich ein Nachschwarm. Keine Ahnung, für einen Nachschwarm war der Schwarm eigentlich zu groß. Also nichtsdestotrotz eine neue Königin, eine stiftende Königin. Jetzt ist sie auch markiert. Dem Schwarm geht es gut. Demnächst werde ich da einen Honigraum aufsetzen. Die bringen hundertprozentig noch einen Honig heuer. Sehr stark das Ganze. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo da. Ich würde mich freuen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal.